Aber Deri, Servus. Schönen Abend. Da 54 Leute sind da, also über 50 schon wieder. Wahnsinn. Schauen wir mal. Franz Wasser, Iris Dietz, der Tumfi, Stefan, noch ein Stefan, Sigi Hunter, Christian, Marco Schlüter, Hobby-Imker 24. Servus. Ja, also, um was geht's heute? Also ich. Im Greif am Bleise, der Mann mit dem besten Kirschmet überhaupt und eine absolute Koryphäe-Maschine, also im Mittelwendi einlöten. Also, ich bin immer noch beeindruckt. So nebenbei, du. Dann, also heute. Ihr könnt euch heute jetzt mal ein paar Fragen überlegen. Ja, ich sage euch kurz mal, was ich heute so getan habe. Lest dann nebenbei so ab und zu den Chat mit. Und ja, also, ich habe heute, ja, war ein Bleise. Ja, Marco, das muss man einfach sagen. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Boxertyp. Nee, also ihr dürft heute, also ihr dürft eigentlich immer, ja, wisst ihr ja, bei mir könnt ihr einfach die Fragen einfach in den Chat. Meine Regie da hinten lest mit, falls ich was vergessen habe, sagt's mir's, wenn ich was überlesen habe. Also ich habe heute meine Futterkranzkontrolle gemacht, also Futterkranzprobe habe ich gezogen zum Einschicken fürs kleine Gesundheitszeugnis, weil fürs meiste, was ich mache, reicht mir das kleine Gesundheitszeugnis. Da habe ich ein kleines Video drüber gemacht, wie das so alles abläuft, wie das funktioniert. Das kommt am Montag oder Dienstag online. So, was noch? Das ist übrigens kostenlos. Also in Bayern hier ist es kostenlos. Und das große Gesundheitszeugnis ist, also ist läppisch. Weil da immer wieder die Frage kommt, muss ich wegen dem ein Honig. Jetzt habe ich das gelesen und habe es anders gesagt. Muss ich wieder dem zu einem Verein gehen? So. Ja, der Marco muss schnell, weil sonst der Sommer rum ist. Also, ich habe Brut, ja. Nicht schlecht, also Brut, es schaut wirklich gut aus. Ich habe heute im Zuge, wo ich ja. Also, es läuft dieses Jahr nicht ganz so wie gewohnt. Ich habe es nicht geschafft. Normalerweise. An dem Tag, wo ich die Futterkranzprobe ziehe, also heute, mache ich normalerweise auch die Honigräume drauf. Aber ja, ich schaue dann auch mal grob durch. Also es schaut wirklich gut aus. Der Schwarm vom letzten Jahr, der hier unten ist, muss man ehrlich zugeben, das ist ein Häufchen Elend. Der ist sehr minimal. Die Königin haben wir retten können. Die Königin ist da, die stiftet auch. Aber ja, es ist. Mal schauen, was wir damit machen. Aber ich brauche ja für die Königinnenzucht ein bisschen Bienenmasse. Also für die Bienenmasse wird es reichen. Aber ja, also Honig wird das nichts mehr mit dem. So, jetzt lesen wir mal. Was haben wir da noch geschrieben? Ich habe Brutpause. Ja, wir hatten auch eine Brutpause. Jetzt bei Zander 1 zeige ich das Absperrgitter aufgelegt und den ersten Honigraum abgesetzt. Nach deiner Vorgaben. Dann geht es dann weiter mit zweiten Brutraum bzw. zweiten Honigraum. Reinhard, eigentlich ganz simpel. Du musst jetzt ein bisschen, du kannst jetzt im Prinzip fast selbst entscheiden. Jetzt bei der einseitigen Überwinterung sitzen ja die Völker normalerweise, haben ja keine andere Chance, sitzen jetzt direkt unterm Absperrgitter. Ja? Honigraum ist drauf. Honigraum, zweiter Honigraum wird im Prinzip gegeben, sobald zwei Drittel vom Honigraum voll sind. Das ist so der späteste Zeitpunkt, wo bei mir der zweite Honigraum drauf kommt. Oder drunter. Meistens setze ich ihn drunter, weil ich dann müssen sie durch den neuen Honigraum durch, aber da haben wir noch. Hin, aber gut. Der zweite Brutraum, das entscheide ich
Meistens läuft es so ab, dass ich nach der ersten Tracht bei uns hier schaut so aus, dann sind die Völker wirklich so proppe und dass ich einfach auch den Schwarmtrieb ein bisschen unter Kontrolle habe, kommt der zweite Brutraum dann drunter. Du kannst aber rein theoretisch, was heißt theoretisch, auch praktisch, könntest du, wenn du jetzt ein Volk hast, ich habe oben bei mir drei Stück, das wären so Kandidaten, die sind so voll jetzt schon, die haben so fette Brutnester, also, mei, ja, was war das eine, das hatte sieben Rämchen, komplett bestiftet, links und rechts. Also, es ist komischerweise noch so gut wie nichts Verdeckeltes da, vielleicht so, solche Stollen oder lückig, bisschen was, aber Stifte sind da ohne Ende, also brutal. Und das sind so Völker, wo ich wahrscheinlich, wenn ich das nächste Mal den Honigraum gebe, irgendwann nächste Woche, wird der Honigraum oben drauf. Und an dem Tag entscheide ich dann auch, wie es Wetter, weil da sehe ich dann vom Wetterbericht schon ein bisschen weiter. Wenn es dann so mild bleibt, wie es bis jetzt vorhergesagt ist bei uns in der Gegend, dann werde ich auch den zweiten Brutraum gleich einen untersetzen. Das muss auch noch nichts Ausgebautes sein. Das ist eigentlich gar keine Dramatik, weil die Ladies sich ja, der Brutraum entwickelt sich dann von oben nach unten und der Honigraum geht nach oben weiter. Also das funktioniert auch ganz gut. So. Abgefüllt. Ja, die nimmt die Waben schon an zu stiften. Ich habe gerade, warte mal, ich muss ein bisschen hochgehen. Ihr schreibt heute ja schon wieder irre. Warte mal. So. Der Michael Sangel. Jupp, ich habe bei einem Volk zwei Futterwaben entnehmen müssen, weil die Königin keinen Platz zum Stiften hat. Hab mit ausgebauten Honigwaben aufgefüllt. Nimmt die Königin? Ja, die nimmt die definitiv an. Habe ich übrigens auch schon machen müssen. Weil, und das muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, ich hatte das, solange ich imkere und solange ich denken kann, hatte ich das bei mir hier am Stand noch nie. Ich kenne Leute, die haben das regelmäßig in den Jahren. Ich hatte das noch nie, dass die Weide wirklich so viel Honig gibt. Die ist teilweise, die Weide ist bei uns schon verblüht, also die Saalweide ist jetzt dann bald durch, die ist verblüht. Aber die tragen jeden Tag 300 Gramm ein. Also jeden Tag, jedes Volk. Und da wird es ein bisschen eng in der Kiste. Deswegen habe ich auch schon was raus. Aber was wichtig ist, wenn ihr schon was rausnehmt, also links und rechts, eine richtig fette Futterwabe bleibt immer drin. Immer. Also bei mir ist es so, Sommer wie Winter ja egal, aber im ganzen Sommer sind links und rechts zwei schöne fette Futterwaben. Die sind immer da. Die nehme ich den Ladies auch nicht und wenn es wirklich ist, fülle ich die auch nach. Also hänge ich einfach neu wieder ein. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt bin ich gleich wieder ganz unten. Ich hoffe, ich habe keinen überlesen jetzt. Reinhard S., ja. Also wie gesagt, da kann man das so ein bisschen selbst entscheiden. Wichtig ist im Prinzip jetzt, finde ich, wenn wir jetzt mit dem Honigraum bei. Bei der Dante ist es eigentlich gar nicht so das Problem, weil man ja schiedet. Das wird sich jetzt diese Probleme mit der Dante, also das heißt Probleme, das wird sich dieses Jahr bei mir ja eh ergeben, weil ich ja auf der Dante dann imkere auch. Und da hat man das eigentlich nicht so. Da hat man die Flachzacken in der Regel als Honigraum. Durch das Schieden haben die Ladies eh nicht wirklich viel Platz. Die haben ja immer nur über dem Brutnest Platz. Für den Honig und deswegen tragen die in der Regel alles sofort drauf. Wenn man jetzt, also ich würde jetzt niemals empfehlen, ich weiß nicht, der Marco ist auch da von Imkreif am Pleiße, der glaube ich hat da sogar noch ein bisschen mehr Erfahrung wie ich. Ich würde zum Beispiel niemals den zweiten Brutraum nach oben erweitern. Niemals. Also jetzt im Frühjahr definitiv nicht. Weil ich dann einfach das Risiko eingehe, wenn Frühdrach kommt, dann lagern die wieder direkt über dem Brutnest und dann sind sie ja immer noch in einem meinen Brutraum. Für sie ist es zwar dann der Honigraum, aber für mich ist es immer noch der Brutraum. Deswegen erweitere ich im Frühjahr, wenn ich erweitere, definitiv nach unten. Es kommt unten ein neuer Brutraum.
So. Dann, was haben wir noch? Ja, ich hoffe zumindest, also meine große Hoffnung ist, jetzt im Moment, durch das, dass sie jetzt so viel Brut haben, dass jetzt nicht auf einmal die Temperatur einbricht. Das wäre nämlich nicht gut, weil dann, boah, da erfriert definitiv, die Stifte erfrieren definitiv, dann räumen die wieder aus. Dann, wenn das aber jetzt so mild bleibt, also ich vermute, wir haben es ja schon ein paar geschrieben, ich vermute bei mir hier in der Gegend, wenn das mild bleibt, wird es definitiv ein Schwarmjahr, weil ich kenne einige Imker, wo ich mir wetten trau, ja, genau. Also der Marco schreibt also, ich traue mal wetten. Wir haben so die klassischen Imker, die das, glaube ich, nicht so. Ich kenne ein paar, die schauen die Kisten. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das falsch ist. Will ich auch ganz mal ganz klar sagen. Die schauen die Kisten jetzt dann erst Mitte April durch, Mitte, Ende April und überwintern aber auch teilweise eingeengt, also auf einem Brutraum oder so. Ich bin mir fast sicher, wenn es so mild bleibt, dass die ersten Schwärme Ende April haben wir hier die ersten Schwärme. Weil wenn ich mir das jetzt allein nur einfach vorstelle, wir haben jetzt, ich habe die Völker grob mal durchgeschaut, die wo echt schon richtig fett sitzen, also richtig schön voll. Das freut mich ja, die sind richtig fit für die Frühtracht. Und die haben jetzt 7 Rähmchen links und rechts komplett bestiftet. Komplett. Da ist oben nur noch ein ganz kleiner Futterrand. Also ganz minimal. Nur an den Ecken. Der Rest ist komplett bestiftet. Und neben den 7 ist ganz leicht, aber der Futterrand ist es nur Pollen. Ich habe eigentlich, also vom Futter her ist es eh schon eine knappe Kiste. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil da ist alles voll. Und wenn die schlüpfen, boah, da geht der Punk ab. Also ich traue mal wetten, dass die Völker in spätestens, ja, in 18 Tagen müssten dann die ersten Schlüpfen beginnen. Und da schlüpfen dann jeden Tag eine Riesenhorde Bienen. Ja, da geht gut was. Hallo aus Holland. Hallo aus Bayern zurück. So. Hab heute schon Spielnäpfe. Nee, also genau habe ich gar nicht geschaut. Tine mit 2 Zentnern pro Volk. Ja, das wäre mal wieder schön, Marco. Hatte ich schon mal. Sogar gute 2 Zentner. Aber ist leider nicht die Regel. Das wäre eine Aktion, ja. Also in der Regel bin ich so bei im Durchschnitt. Letztes Jahr war es ganz schlecht, vorletztes Jahr war es ganz schlecht, da war eigentlich eine Nullrunde. Ganzes Jahr Arbeit für null. Ich müsste jetzt nachschauen, aber ich glaube, ich bin im Durchschnitt irgendwie so bei, ja, knapp 50 Kilo. Aber nur im Weinviertel. Ich scroll gerade runter. Normalerweise dürfte es nicht hacken. Auch. Aber war eigentlich eine gute Verbindung. Ja, also Bienenbastler. Ich will mich nicht beschweren. Also ich finde, von der Lage her ist es super bei mir. Ist es wirklich Wahnsinn. Ja, Stefan, also ich zum Beispiel, ich nehme jetzt Pollen, nehme ich nichts raus, gar nichts. Ja, ich bewege mich so selten. Aber ich glaube, das liegt an der Kamera. Ja, das liegt an der Kamera. Schatz, ich brauche jetzt eine Kamera. Also ich brauche unbedingt eine andere Kamera.
Ja, ich bin genau in der Mitte, Marco. Ich bin genauso in der Mitte zwischen Stadt und Land. Also ich habe es eigentlich ganz gut erwischt. Für jetzt, ich brauche halt nicht wandern, gar nichts. Und ich bin, also, ich will da, ich bin völlig zufrieden. Also ich, Polen, wie gesagt, Polen bleibt bei mir in den Völkern. Ganz gut, da denke ich ziemlich voll die Kiste. Schaut's her mit der Kamera. Ja, das ist definitiv die Kamera. Weil ich sehe es hier bei OBS, da sehe ich mich selbst. Was denn? Was zeigt so? Was? Ja, das bin ja ich. Das ist YouTube. Ja, also Marco, das war nicht ich. Das ist YouTube selber. Keine Ahnung. Please refrain from spamming caps. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, haut's raus mit den Fragen. Haut's raus, weil so richtige Themen, was können wir noch machen? Also wir haben jetzt schon mal Honigraum. Wann wir erweitern, haben wir. Falls neue dazukommen sind, könnt ihr gerne schreiben, aber sage ich es nochmal. Streamlabs ist eine Software, die der alles so im Hintergrund alles überwacht. Und ab und zu hat es so ein bisschen Montejupp, ja. Ja, Michael, wenn da fehlt noch einiges. Ich muss noch zwei Dinge fragen. Vorankündigung für einen Stream macht man wie? Okay, Tine, kann ich dir jetzt so schlecht zeigen, aber wir können gern telefonieren, da kann ich dir das erklären, ist gar nicht schwer. Was hältst du von Honigraum tauschen, um Völker auszugleichen? Naja, ja, das ist jetzt. Das ist jetzt. Nee, du bist nicht mehr gesperrt. Du, Marco, du bist schon da. Du bist nicht gesperrt. Keine Ahnung. Streamlabs, also das ist von YouTube. Der ab und zu hat das einen Schaden. Also Honigraum tauschen, um die Völker auszugleichen, das ist ein zweischneidiges Schwert. Kommt drauf an, wieso die Völker schwach sind. Ja? Sind die Völker schwach, weil der Imker irgendwas verbockt hat und will da irgendwie was ein bisschen ausgleichen? Dann, ja, dann kann man es vielleicht machen. Will man aber Erfolg ausgleichen, das eigentlich im Prinzip, weil die Königin einfach nicht mehr richtig legt oder so, dann würde ich es nicht machen. Okay, dann hat der Dirk. Warum ist die Verdeckelung der Brut dunkel und des Honigs weiß? Gute Frage. Und jetzt denkt er, der Jupp, eigentlich dürfte ich gar nicht alles beantworten, sonst heißt es, ich bin ein Klugscheißer. Also, okay, ich kann es dir beantworten. Der Honig wird mit reinen Blättchen, also reinen Wachsblättchen, verdeckelt und ist somit luftdicht und hermetisch abgeschlossen. Und die Larven, die Verdeckelung, das ist so ein bisschen eine Kombination aus Propolis und Wachs und ist luftdurchlässig und durch das Propolis und so wird das Ganze etwas dunkler. Ja, nur eigentlich aus dem Grund. So, was haben wir noch? Vier Königin über den Winter das Blättchen abgelegt. Hat jemand Erfahrung mit dem Lackstiften gemacht? Ameisenhotel, die Lackstifte funktionieren, gehen sehr schnell, aber die wetzen sich auch ab. Also die wetzen sich auch ab. So. Bienen, Hirs. Wann fange ich mit der Königinzucht an? Sobald Drohnen da sind.
Ja, also sobald da, es sind, das habe ich heute auch geschaut, also es sind noch keine Drohnen bestiftet. Ich vermute aber, das wird bald der Fall sein, dass da bestiftet wird. Es sind bestimmt ein paar sind schon dabei, aber die habe ich nicht gesehen. Es ist wirklich, ich wollte da nicht groß rumschauen. Aber sobald die da sind, also ich tippe in 2 Wochen werden die ersten Drohnen angelegt. Wenn das Wetter so mild bleibt, dann ja, dann gehen wir. Drohnen brauchen 24 Tage, bis sie schlüpfen. Oder? Korrigiert's mich. Normal 24. Nee, 27. Bin jetzt doof oder was? Eine Königin braucht 21. Nein, eine Arbeiterin braucht 21 Tage. Die Drohnen braucht 24. 16. Ja, stimmt. 24 Tage. Und dann brauchen sie nochmal 2 Wochen, bis sie. Also bis sie im Saft sind. Die Königin braucht 14. Also sobald die erste Drohnenbrut schlüpft, kann beginne ich mit den Umlaufen. Also das funktioniert dann eigentlich ganz gut. So, dann, ne, weil immer Unterschiede sind. Warum sollte es gesperrt sein, Marco? Oh mein Gott, habt ihr schon wieder voll geschrieben? Warte, ich muss so. Ja, genau, Klugscheiß ist mein Job. Ja, normal ist der Stefan der Klugscheißer, der weiß auch alles, der tut nur immer so. Der weiß wirklich verdammt viel. Ja, der Marco schreibt es auch, also wenn sie stark genug, gehen sie auch hoch. Nehme auch Holzleim. Ich habe Holzleim auch schon mal versucht, halt nicht. Also ich, wenn ihr so ein Königinzeichen-Set kauft, schaut ihr, dass er den Lack, dass der Kleber dabei ist, der honigfarben ist. Warte mal, ich muss mal den Ofen hier. Ich grille. Dass der honigfarben ist, der ist wesentlich besser wie der klare. Der klare Lack mit dem, also der ist miserabel, also bin ich nicht zufrieden. Ja, 24 Tage, ja, sage ja 24 Tage. Also sobald die erste Drohnenbrut schlüpft, dann fange ich an mit dem Umlarven, weil bis dann die Königin soweit ist, bis dahin sind die ersten Drohnen definitiv abschussbereit, sagen wir es mal so, und dann funktioniert es ganz gut. So. So grundsätzlich nur komplette fertiggestellte Weißelzahlen oder auch die Spielnäpfchen? Gute Frage. Entferne ich nur die Spielnäpfchen? Also ich entferne eigentlich, wenn ich sehe, alles, auch die Spielnäpfchen. Aber eigentlich nur aus dem Grund, also prinzipiell, wenn die richtig Schwarmdruck haben, dann brecht ihr alle Zöllen. Die baut, das Rämpchen ist drin, die bauen am selben Tag das Spielnäpfchen, es wird bestiftet und dann ist wieder. Aber ich breche sie eigentlich nur aus dem Grund, dass ich gleich weiß, ich fühle mich besser. Okay, das ist einfach nur, ich fühle mich besser, wenn ich die gleich alle gebrochen habe. Fall erledigt. So. Was? Ja, Imkerei Moser, ja. Keine Blättchen mehr drauf machen kann, wenn man mit dem. Das weiß ich nicht. Philipp, das weiß ich nicht, ob man Blättchen draufkleben kann. Aber ich kann mir vorstellen, eigentlich. Nö, ich glaube, das müsste auch so noch funktionieren. Ja, ich habe auch schon ein paar Drohnen gesehen bei mir. Aber ja. Notfalls kann man ja antackern. Da haben wir nach oben. Mose kann ja wieder lustig werden heute.
40 mm Klammern, die halten am besten. Sea Hunter, nein, habe ich leider nicht gesehen. Genau, geil, Moko, da gibt es keine Schwärme mehr. Ja, ich hatte damals in meinen Anfängen hatte ich so die glorreiche Idee. Also es sind ja bestimmt auch viele Anfänger hier. Die glorreiche Idee, wieso macht man ja nicht einfach ein Absperrgitter unter das Volk? Ja, dann kann die Königin auch nicht raus. Ist eine dumme Idee. Ist wirklich eine dumme Idee. Erstmal streifen die ganzen Pollen ab. Und zum Zweiten, die Drohnen können nicht mehr raus. Ganz dumme Idee. So. Ja, die Drohnen sind vom letzten Jahr, ja. Bavaria Biene Honigsumpf. Schreibt er, Fragezeichen. Soll ich erklären, wie Honigsumpf funktioniert? Ah, dann machen wir mal ein Video drüber über Honigsumpf. Daniel, da kannst du sagen. Andrea Ludwig Wieser, wann ist der beste Zeitpunkt zum Umstellen auf Naturwabenbau? Boah, Ludwig. Keine Ahnung, wann ist da der beste Zeitpunkt? Da gibt es keinen besten Zeitpunkt. Sobald es dir passt, in den Kram passt, dann lass du die Ladies, du musst ja auch nicht von jetzt auf dann komplett auf Naturwabenbau umstellen, würde ich sowieso nicht machen. Ich würde ihnen im Prinzip einfach nur, wichtig ist nur, wenn man das macht, dass man nicht einfach, ich habe nämlich schon oft gesehen, die nehmen eine volle Mittelwand, Naturwabenbau, eine volle Naturwabenbau. Schlechte Idee. Das ist wirklich eine schlechte Idee. Weil die volle Mittelwand sehr schnell, also es kann funktionieren, aber ich habe das ja schon oft, also ich habe schon oft ausprobiert und auch bei anderen. Das Problem ist darin, dass die volle Mittelwand als erstes komplett ausbauen und dann kommt, wenn es Brutnest ist, ist es okay. Aber meistens ist das Honig, da wird Honig eingelagert und dann halt ist daneben nichts. Und dann machen sie Überbau. Also dann bauen die richtig fette Speckwaben. Und dann die Wand, die Wabe, die sie daneben mit Naturwabenbau rausziehen, die geht dann so. Also wichtig ist im Prinzip, dass du eine schön ausgebaute Wabe hast. Und dann werden deine Waben immer kleiner. Immer kleiner. Und dann bauen die richtig schön. Der Julian ist auch da. Servus. Rolf Müller, ich hatte in einem Volk schon ganz viele Drohnen, leider keine Arbeiterbrut. Ah, schlecht. Drohnenbrütig. Aber, ja, Drohnen sind da. Volker Bayer, auch Anfänger. Volker Bayer, auch Anfänger. Heute die Mädels waren nicht nett zu mir. 10 bis 15 Stiche. Ja, zumindest hattest du ihre Aufmerksamkeit. So, dann schauen wir mal. Hallo, Margarete ist da. Hallo, Margarete. Hallo, Manu. Benedikt Schmidt ist auch da. Alles klar. Hergerichtet. Hobby-Imker 24, was hältst du von der Mehlmethode? Das ist eine gute Frage. Kann ich kein Urteil davon geben, weil ich kenne keine Mehl, also ich kenne die Mehlmethode nicht. Du kannst mich gerne, vielleicht kenne ich sie aber mir zur Varroa-Kontrolle. Ist es so wie Puderzucker? Ja, ich vermute auch, also Tine, ich vermute auch Mitte April. Ich habe bei mir oben, das Video habt ihr gesehen, also ich bin Starkler. Also ich bin in vollen Zügen Starkler. Ja, ein paar Kleinigkeiten fehlen mir noch. Mir fehlen auch noch ein paar Begattungseinheiten, Kästchen. Auch an einem anderen Stand fehlen mir noch ein paar Begattungsdinger.
Also, aber kriege ich hin. Erst hat sie geschnitten und verpackt, fast ein Jahr alt und immer noch flüssig. Und das mit Frühtracht. Nicht schlecht. Also bei uns ist die Frühtracht, Marco, die wenn in den Völkern ist und die ist unter ja, 17,5%. Also bei 17 ist sie fest. Bei 17% Wasseranteil ist die bombenfest. Egal wie viel in der Zelle drin ist, das sind dann Bonbons. Anfangen tut so bei, ja, knapp. Also ich muss sie leicht über 18% muss ich den rausnehmen. Also ich brauche nicht warten, bis verdeckelt ist, weil dann kann ich mir einen Hammer rausschlagen. Das ist jedes Jahr dasselbe, jedes Jahr. Aber das liegt wahrscheinlich an dem Raps, weil ich ja immer Raps dabei habe. Ich habe auch so eine Frage gelesen, wie schaut es aus, wie lange dauert die Frühtracht? Also ich persönlich, ich orientiere mich bei der Frühtracht am Raps. Wenn der Raps durch ist, dann ist für mich die erste Frühtracht auch ziemlich rum. Also so ist es bei mir hier. Ja, ich bin den, Marco, ich will den rausnehmen. Ich schleudere den ab. Dann ist er am nächsten Tag im Eimer. Im Eimer. Hört sich jetzt blöd an. Am nächsten Tag, wenn der im Eimer ist, ist schon fest. Markus V. Das ist jetzt mal, warte mal, das war. Imker aus der Spessart, was lese ich erst das? Imker aus der, wann startest du deine wöchentliche Schwarmkontrolle? Also so richtige Schwarmkontrolle starte ich normalerweise bei uns so. Ja, warte mal, ich schau mal am Kalender. März. Dann geht's hier los. Also spätestens, wo es wirklich dann regelmäßig sein muss, dann hier am 24. April. Aber wahrscheinlich werde ich schon so ein ab 17. Aber es kommt jetzt aufs Wetter drauf an. So, dann. Falls das passt, die verdeckelte Drohnenbrut schneide ich zur Varroa-Bekämpfung raus. Sollte nicht auch Drohnen im Volk bleiben? Ja, ich habe kurz wieder hochscrollen müssen, weil du warst weg. Soll ich einen Drohnenrahmen drin lassen? Also ich mache ja Naturwabenbau und ich schneide generell prinzipiell keine Drohnenbrut. Schneide ich nicht. Ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen und das muss jeder auch selbst entscheiden. Ich will jetzt nicht sagen, ich will wirklich nicht behaupten, um Gottes Willen bitte nicht, dass das gar nichts bringt. Drohnenbrut schneiden, dass das gar nichts bringt. Aber ich finde viel wichtiger wie Drohnenbrut schneiden ist einfach ein gutes Varroa-Konzept mit vernünftiger Behandlung. Und ich konnte bei mir eigentlich rein spürbar für mich selbst an den Völkern keinen Unterschied feststellen, wenn ich Drohnenbrut schneide oder nicht. Also vom Varroa-Druck her. Und wenn ich rein nach Zahlen gehe, ist signifikant, das ist nicht wirklich viel. Und ich habe mir da wirklich Mühe gemacht. Ich habe die Drohnenbrut geschnitten, geöffnet, jede rausgezogen mit der Pinzette und geschaut, wie viele Varroen sind da. Und wenn man dann das so alles summa summarum zusammenzählt, naja. Aber ich finde Drohnen im Bienenvolk wichtig. Also so unterm Strich, ich finde Drohnen bei den Bienen sehr wichtig. Allein schon aus dem Grund, ich will ja auch Stammbegatten, alle wollen Stammbegatten irgendwie so ein bisschen. Und das passt irgendwie nicht, wenn ich da die ganzen Drohnen kille, weil umso mehr fitte Drohnen ich habe, umso besser funktioniert das Ganze auch. Hallo Lars, hallo. Dann kannst du die deutsche Version von Hör mal, wer da hämmert machen. Hä? War das für mich? Erst jetzt langsam kristallisiert.
Julian, das ist brutal. Also bei uns, wie gesagt, ich schleudere die Frühtracht ab, die ist im Eimer drin. Am nächsten Tag fängt die meisten schon das Kristallisieren an. Also es geht wirklich verdammt schnell und da muss ich auch sehr viel Lehrgeld bezahlen am Anfang, weil ich ja will, ja komm, ich habe mit anderen gesprochen, komm, lass noch. Ja, es kann nicht, was ist? Oh, jetzt ist der Chat gleich wieder komplett runtergeballert. So, jetzt hat mal Benedikt Schmidt wirklich ja bloß mit dem Arm wieder Gefühl hat da. Elmi B hat die Nachricht zurückgezogen. Mit der Mehl-Methode bildest du Ableger. Da steht doch Mehl. Mel, halt dann, Mel-Methode. Entschuldigung, da, die Regie ist gleich wieder und gleich kriege ich wieder ein paar. Mel-Methode, ja, du hast ja recht. Ja, man muss seine Fehler auch eingestehen. Erzähl mal was, Rolf Müller, über Drohnenrahmen und Schwarmstimmung. Also, ich persönlich bin auch der Meinung, Völker mit einem gesunden Anteil sind gemütlicher. Also die sind irgendwie gemütlicher. Ich weiß nicht wieso, aber das liegt einfach, weil männliche Dinger, die sind halt einfach, wisst ihr's? Kann man Yandi, kann man Rapshonig auch nutzen als Futter für Ableger oder ist für die Gefahren? Ja, kannst du im Sommer jederzeit. Kannst du den nutzen für die Ableger. Aber es ist eigentlich fast ein bisschen schade, weil das ist ein sehr guter Honig. Wenn du aber sagst, für dich entscheidest, brauchst du nicht, dann kannst du natürlich kannst du den hernehmen für die Ableger. Weil der wird zwar fest, aber die haben ja Wasser und wenn im Bienenstock ist schön warm drin, da ist es eigentlich gar nicht so, so wichtig. So. Butter, aber das danke, ich finde den Markus V, danke, ich finde deinen Kanal sehr, sehr gut. Ja, gut, soll es heißen. Dankeschön. Wann starten die ersten Spurbienen? Boah, das ist eine gute Frage, Dirk. Das ist eine gute Frage, aber ich vermute mal, die ersten Spurbienen habe ich bis jetzt nur beobachten können, kurz bevor auch der Schwarm abgeht. Also eine Woche circa bevor der Schwarm abgeht, sieht man Spurbienen. So, jetzt fragen sich viele, was sind Spurbienen? Ja, ich sehe richtig die Fragen in euren Augen. Genau bei dir, ja, ich sehe es. Ja. Nee, Schmarrn. Spurbienen, wenn ihr zum Beispiel Bienen fliegen ja in der Regel schön im Hellen, in die Sonne, über die Wälder, über die Wiesen und und. So, was machen Bienen eigentlich nicht? Das ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, wenn ihr euch eine Biene nachfliegt und ihr geht unter ein Carport, was ein bisschen verschalt ist, fliegen die Bienen meistens nicht nach. Weil da ist dunkler wie der Rest, da fliegen die nicht rein. Oder in Garagen, da fliegen auch keine Bienen normal einfach rein. Außer da steht natürlich Futter oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. Also wenn da nicht gerade Zucker da ist, fliegen keine Spurbienen, fliegen die Bienen normal nicht einfach in Häuser oder so. So, wenn ihr Bienen. Wenn ihr habt so einen alten Schuppen oder so, irgendwas und da fällt euch auf, hey, da fliegen da Bienen rein. Also, da fliegen nicht viele, vielleicht eine oder zwei oder vielleicht drei. Die fliegen da durch die Holzschuppen, fliegen in die Garagen rein. Das sind Spurbienen. Das sind Spurbienen, die suchen im Prinzip eine Unterkunft für den Schwarm. Und die sind meistens eine Woche bevor der Schwarm abgeht. Da beginnt es. So. Dann haben wir das auch. Dann gehen wir mal weiter. Drohnen schneiden hin oder her. Das Volk braucht die Drohnen und ich bin der Meinung, dass das Volk ausgeglichener ist, wenn die Drohnen nicht alle rausgeschnitten werden. Genau, Volker. Also habe ich ja festgestellt. Also es ist so ein bisschen ein Gefühl, so, also ich glaube, also rein gefühlsmäßig sage ich auch, dass
die irgendwie ja ausgeglichener sind. So, dann gehen wir mal weiter. Der Elmi B. Ja, er schneidet auch nicht mehr. Letzten Winter, der Julian macht TBE. So. Baurahmen ausschneiden und restliche Drohnen lasse ich im Volk. Oh, jetzt ist er gleich wieder ganz nach unten. Da müssen wir irgendwas anderes machen mit dem Chat. Wenn du nicht viele Fehler machst, kannst du davon leben. Ja. Moin, Bucky, bei Weidemir kommt auf das, was wir lohnt. Stream morgen an. Viel Spaß auch an alle Bucky Bees, dass du uns schon verlässt, aber tschüss. Ein Volk nur mit Drohnenbrot ist stark, aber Chefin fehlt. Könnte das heimliche Umweisung gewesen sein? Ja, es könnte, also das kann vieles sein. Entweder die wollten die umweiseln oder die ist einfach so hopsig gegangen oder durch die Oxalsäurebehandlung oder Träufeln hat sie irgendeinen Schaden. Oder die waren einfach unzufrieden und haben sie rausgeschmissen. Das kommt auch ab und zu vor, obwohl das noch gar keine Möglichkeit da ist. Aber du könntest jetzt. Ja, aufsetzen ist auch, oh, das ist immer schwierig. Ein drohnenbrütiges Volk jetzt woanders aufsetzen ist schwierig, würde ich nicht machen. Also sage ich ganz ehrlich, würde ich nicht machen. Wenn dann wegtragen, abkehren, ja, wegtragen, abkehren und die verbleibenden Bienen woanders aufsetzen. Das, ja, das wichtig ist, dass das Drohnenmütterchen weg ist, weil das Drohnenmütterchen hat ja auch so eine Art Hofstaat. Und das Gefährliche ist, dass oft ja so Drohnenvölker nicht ein Drohnenmütterchen haben, sondern mehrere. Und wenn es blöd läuft, stechen die die richtige Königin ab. Bavaria-Biene, ich brauche auch so ein blaues Schiff. Ja, sorry. Aber ich habe dir jetzt nicht bewusst überlesen, das ist bloß weil der Chat auf einmal so runtergeballert ist. Ich versuche jetzt langsam runterzuziehen. Aber ja. Ja, Christian Pinsel, da müsstest du nur die Spurbienen. Aber das ist interessant, weil wenn du so Spurbienen siehst, dann, ich weiß nicht, ob jemand von euch das Video von mir kennt, Schwarm anlocken. Wenn du immer wieder bei dir in irgendeinem Schuppen Spurbienen entdeckst. Ja. Egal aus welchem Grund, dann stell da mal so ein System auf, wie ich das in dem Video zeige. Schwarm anlocken. Du wirst feststellen, da ist schneller ein Schwarm da, wie du bis auf 3 zählen kannst. So. Ich muss jetzt unten einrasten lassen, weil sonst das hüpft immer. Jetzt ist er wieder nach unten. Versucht eine Königin in einem Drohnenbrüter einzuweiteln. Das mache ich nie wieder. Ja, es ist ganz schwierig, weil man übersieht, der Drohnenmütterchen kannst du ja nicht sehen. Und dann stechen sie das einfach ab. Volker, ja, mein Hund ist der Killer. Also mein Hund ist wirklich ein absoluter Killer. Hey, Vicky? Ja, jetzt hat er sich auf seine Kuscheldecke gelegt. So, dann konnte dir schreiben, dass ich für dich noch einmal eine Stoffbiene. Marco, ich kenne da jemanden, der Wikingerblut verkauft. Alter. Also ich sag's euch schon gleich, wenn sie jemand messen will mit einem Kirschmet,
Ja, wenn da jemand wirklich eine Hausnummer will als Kirschmied, ich sag's euch, wenn es ihn antreten lasst gegen Marco sein, der hat jetzt schon verloren. Der hat schon verloren, bevor er das Paket überhaupt geöffnet hat. Also, das Beste ist, wenn er gleich sagt, okay, ich. Also, ernsthaft, Leute, das ist der geilste Kirschmet, den ich je getrunken habe. Und ich kenne jetzt schon mehr, die den probiert haben und alle sagen dasselbe. Aber ich trinke halt nicht so viel davon. Also das ist. Sigi Hunter, lasst ihr eure Völker sichtbar in der Siedlung oder versteckt ihr diese? Boah, gute Frage. Also prinzipiell verstecken tue ich gar nichts. Aber das ist jetzt so ein gutes Stichwort, weil was zum Beispiel ganz eine einfache Diebstahlsicherung ist, und wirklich eine ganz einfache Diebstahlsicherung, haben wir sowas, Schatz. So ein Piepse-Ding. Anna? Im Keller unten, kannst du das holen? Den Keil. Lea? Der in der Haustür drin ist. Aber ist egal. Jeder von euch, also ihr kennt es doch bestimmt, ab und zu gibt es beim Aldi, Norma, Lidl, keine Ahnung, überall, gibt es doch die billigen Einbruchsicherungen für die Fenster. Sind zwei Magnete, wenn man die auseinander tut, dann piep, 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 piepst das Ding wie Hölle. Ja. Das ist zwar eine ganz simple Lösung, aber es ist abschreckend. Ja. Weil ihr glaubt gar nicht, wie jemand erschreckt, der da so einen Deckel aufmacht oder so. Und dann piepst die Beute los, als ob es kein Morgen mehr gäbe. Sehr viele sind da abgeschreckt und sagen, und sind dann weg. Ja, Volker Bayer beim Imgreif am Bleisee auf der Internetseite. Ich sag's dir, ich sag's dir, ich sag es euch. So. Ja, ich bin gleich wieder bei euch. Ich bin gleich wieder bei euch. So. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. So. So. Ich habe den Link reingemacht. So. Habe dieses. Ey, ey, ey. Jetzt. Ich habe es wieder geschafft. Habe dieses Jahr extrem viel Zucker bzw. kandiertes Futter aus dem Varroa-Windeln. Futter mit Zuckerwasser. Du meinst so Kristalle auf der Windel? Ja. Kann passieren. Kann passieren. Aber solange. Also, wenn die Völker. Wenn es den Völkern gut geht. Ist eigentlich alles optimal. Versteckt oder nicht, wir sind letztes Jahr 18. Advent, Volker aus den. Ja, Volker, hast du mal geschrieben? Ja, können wir uns gerne mal was überlegen, so eine kleine Abwehrmethode. Ich werde da auch ein Video drüber machen. Wie man seine Völker so im Wald schützen kann. Auch mit ein bisschen Kreativlösungen. Ja, sagen wir es mal so. Ich zeige ganz viele verschiedene Lösungen und jeder kann sich da raussuchen, was für ihn so passt. Wichtig ist nur, man muss immer wissen, es klauen nicht irgendwelche Leute die Bienen, sondern meistens sind es traurigerweise Imker. Das ist eigentlich das Schlimme dran. Wie geht es, meine Lieblings-Linus? Wer ist das? Schatz, stehst du wieder am Schlauch? Ah, okay. Jetzt ist schon wieder so weit drauf. Das ist doch Wahnsinn. Also, falls ihr jemanden überlesen.
Ja, ich fülle den Shop gleich nochmal auf. Ja. Das ist schon. Alle Franz, Daniel, Stefan Kramer, Bachmann. Wo bekommt man geeichte Wagen um die Eich? So, boah, Bachmann, Martin. Also, krieg's eigentlich in jedem Fleischerei oder sonstiges, Bäckereien, Kassensysteme, überall in solchen Läden, wo es sowas gibt, kriegst du auch die geeichten Wagen und die, wo man auch nacheichen kann. Es gibt bloß einen Unterschied. Es gibt welche, die sind geeicht und ich glaube für 4 Jahre. Da gibt es mittlerweile welche, die kosten um die 100 Euro. Also relativ günstig. Die kann man aber nicht nacheichen. Und die, wo man nacheichen kann, die kosten um einiges mehr. Also die kosten da. Ah, da liegt es gut hin. So. Warte mal im Kreis. Na, 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 na. Ja, also Volker, können wir gerne mal machen, so ein bisschen ein Konzept. Kombination aus Stromfallen, Selbstschussanlagen, Armbrust, Nagelbrettern. Also ich wäre da sehr kreativ. Also wie das bei mir mit den Schafen war da oben. Ja. So, Jupp, willst du deine Völkerzahl erhöhen? Nein, erstmal nicht, weil ich habe sogar reduziert einen Teil, also von der Arbeit her reduziert, weil ich baue das Haus um, ich muss den Keller noch fertig machen, ich habe einen Berg oben noch, also wir bauen gerade diese Seite des Grundstücks komplett um. Also dieses Jahr nicht. Nächstes Jahr schauen wir mal, ob ich wieder Vollgas einsteige. Aber ja, also es werden ja sowieso immer mehr. Also ich habe ja nicht das Problem, dass ich keine Bienen herbekomme, sondern ich habe meistens das Problem, es werden eigentlich, das ist übrigens das größte Problem in der Imkerei. Das ist wirklich das größte Problem in der Imkerei ist, ob du willst oder nicht, wenn du deine Ladies gut behandelst und dich um deine Völker vernünftig kümmerst, werden es immer mehr. Natürlich kann es auch mal Pech geben und es anders laufen, aber in der Regel werden es immer mehr. Immer mehr. Das ist wie so eine Sucht. Warum hüpft er dann immer gleich so weit weiter? Warum Streamlabs? Was hat Streamlabs überhaupt? Please refrain vom Spamming. Entfernen, warte mal. Ah, Marco, weil du alles in Großschrift geschrieben hast. Aber. Warte mal, jetzt machen wir das mal anders. Jetzt pass auf, das haben wir jetzt gleich. Das kriegen wir jetzt gleich. Gleich, warte mal. So. So, Marco, du bist jetzt Moderator. Marco, im Kreis von Pleise, schreib mal was. Also, du bist jetzt Moderator. Mein Streamlabs, also was heißt mein Streamlabs? YouTube Streamlabs hat es auf dich abgesehen. Gut am Boden verankern, den Zeigenboden mit dem Bock von innen verschrauben, Spacks dann. Ach, mal. Was denn? Warum? Sie gehört dann, mir bekommt alle einen Pflichthonig und dann sind alle glücklich. Marco, du. Animal gebastelt und war knapp. Ja, Volker, also ich war von dem Met, von dem, der Kirschmet. Also
Wirklich das Beste, was ich je getrunken habe. Marco wird von YouTube gedisst. Ja, es hat nichts mit mir zu tun. Also, ich kann es ja nicht mal umstellen. Also, das ist ja das. Marco ist blau, ja. Marco ist blau. Margrethe ist mit TomTom, BeLive, die Bots. Ja, es hat YouTube hat sehr viel umgestellt. Ist mir aufgefallen, letzte Woche schon. Ja, Mods löschen können sie nicht, TomTom. Deswegen habe ich ihm jetzt da die Mods gegeben und jetzt kann er machen, was er will im Prinzip, wenn er will. Einzige, wer ihn jetzt löschen kann, wäre ich. So. Ja, Volker, also ich habe schon mal gesagt, in Marco sein Kirschmet hat nur einen einzigen Nachteil. Er ist einfach, der bräuchte so 2 Liter Flaschen. Schon die Uhr auf Sommerzeit gestellt. Keine Fragen mehr, ist ja irre. Ich bin, also ich sag's euch, ich bin so heiß, dass ich an die Ladies kann. Ja, also Volker, ich sag's dir. Was? Was bastel? Ein Fassel, ja. Ja, 2 Liter Tumpfi, das wäre genau richtig, weil wenn wir jetzt sagen, wir sind Tumpfi, wir treffen uns mal bei dir in Österreich, jeder 2 Liter, da könnte man schon so eine Stunde rumkommen. Ja? Was lachst du jetzt da? Ja, Stunde. Du hast mal sehen, meine andere Flasche, also meine Frau Marco, die hat die Flasche. Wie so ein Magier, die ist an ihr so vorbeigewandert und dann war die leer. Die war leer, also wirklich. Die hat sich von einer Seite auf die andere, die war leer. Ja, das ist aber jetzt eine gute Frage, wie man den ein- oder ausschaltet. Das ist. Warte mal, warte mal, warte. Ich habe in der Bucht mal nach der Delta-Folie. Ja, Dirk, ich kann da was. Ich kann da was geben. Muss man halt mal einfach anschreiben. Also schreib's mir mal nochmal an. Du hast mir schon mal angeschrieben. Aber das ist irgendwo unter den ganzen Konvolut wahrscheinlich untergegangen. Also schreiben wir einfach mal an, nur mal mit Adresse und so und dann kriegen wir hin. Oder habe ich die Handynummer? Habe ich die Handynummer? Hast du meine Handynummer? Also wenn ja, schreib mir einfach. Ja, Margaret, also es war wirklich wie ein Vakuum. Ja. Jetzt ist er schon wieder nach oben gesprungen. Thema Königinnenzucht. Machst du einen Anbrüter? Was? Wann kommen neue Bastelvideos? Wann? So, ja. Wer hat das geschrieben? Achso, das habe ich gerade schon gelesen, aber ich habe mir gedacht, das war für einen anderen bezogen. Sorry, Bavarienbiene. Jetzt pass mal auf. Bavariabiene. Ja. Aber ich glaube, das bringt nichts. So. Also, wann kommen neue Bastelvideos? Gute Frage. Ja, jetzt ist erstmal ein bisschen Pause mit Bastelvideos.
Jetzt kommen erstmal wieder die Bienen, jetzt kommt Königinnenzucht, dann kommt Imkern auf Tadant, Imkern auf Zadant, Imkern auf Segeberger und Imkern in. Ja, den anderen. Und ich muss die Terrasse von meiner Frau noch erneuern. Ameisenhotel, ciao. Ja, nach 2 Litern. Ja, ja, ballert gut. Also macht der ballert schon gut. Aber 2 Liter ging er schon. Und wenn nicht, dann schläft man wie ein Baby. Ist doch auch nicht schlimm. Christian Pinzel, der hat irgendwas geschrieben. Aber ich sehe es nicht mehr wo. Ich gehe mal wieder nach unten. So, Bavaria Biene, musst du dich ärgern. Bitte, bitte. Ja, der Bienenbastler ist der Altbastelding. Cornelius Brandner. Dich habe ich auch noch nicht gelesen, auch neu. Ach, Margarete, mach dir du wegen mir überhaupt keinen Stress. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So, Bastian Machwitz. Was, ja. Stefan S. Laufe ja alle. Also keine Fragen mehr. Weil dann machen wir Feierabend für heute. Oder habt ihr noch irgendein Thema? Also Tumpfi, ich würde sagen, also, wenn das mit der Corona-Mist nicht wäre, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte überhaupt kein Problem. Ja, meine Frau gesagt, an meiner Frau ihren Geburtstag, die hat am 6.6. Geburtstag. Fahren wir übers Wochenende zu dir, Tumpfi. Wie gesagt, Margarete, kein Stress. Rührwerk bauen. Königinnenzucht, ja, Königinnenzucht kann ich auch, aber geht dieses Jahr voll in die Vollen. Das fette Beute für den Segeberger gibt es auch einen Klimadeckel zu kaufen. Der ist ein bisschen seltsam. Kenne ich nicht. Ich hätte Stefan Moser, was ist der Vorteil von Zander gegenüber Deutsch Normal? Boah, Stefan, ich glaube, da gibt es keinen Vorteil oder Nachteil. Das ist eine Glaubensfrage. Mit welcher Maschine rührst du deinen Honig? Mit einem Rührer. Da ist so ein Aufsatz, so ein Edelstahl-Rührstab, der war wirklich damals schweineteuer. Aber der ist wirklich gut. Mit der wird gerührt. Ich hatte den zweiten Brutraum. Ich würde Peter Schoren, ich würde untersetzen, nicht draufsetzen. Weil wichtig ist, dass die Bienen am Absperrgitter sind und nicht drunter. Weil die lagern meistens immer über dem Brutnest Honig ein und dann. Bevor die da oben Honig einlagern, wird der mit Sicherheit schon ein kleiner Teil bestiftet und dann lagern sie erstmal Honig ein. Weil du ja alle Beuten mit Klimadeckel vergleichen wolltest, ja. Aber die Segeberger fällt da raus, weil die Segeberger, ich will ja. Also die Holzbeuten werden alle mit einem gleichen Klimadeckelsystem ausgestattet und die Segeberger bleibt wie sie ist.
Wen habe ich da schon wieder überlesen? Bavaria Biene. Bavaria Biene, nein, ich schneide keine Flügel. Und ich habe keine teuren Königinnen. Ja, ich sag doch, das bringt nichts. Weil das nichts mit Blau oder sonstiges zu tun. Ich lese alle nach der Reihe. Plus, ja. Nehmt ihr Belegstand begattet oder Stand? Also ich habe der Großteil ist Stand begattet. Der wirklich extremste Großteil. Ja, alle. Franz, wenn man. Also Franz, ich würde schon gerne mal Franz vorbeischauen. Nein, ich habe keinen. Also wie meinst du Honig? Du meinst einen Honigmandel? Ja, das habe ich schon. Meinst du einen Automaten draußen an der Straße für den Verkauf? Nein, habe ich nicht. Aber haben wir schon mal überlegt, das wäre nicht einmal so eine dumme Idee. Aber wir müssen nur schauen, wie ich das mache. Ich hätte so daran gedacht, an einer Telefonzelle. An eine alte Telefonzelle, so Retro-Style, da sowas reinzubauen. Ja, der Marco, der hat seit 2 Jahren Makita Brushless. Ja, die sind gut, die sind wirklich gut. Anbrüter, genau, da war die Frage. Anbrüter oder ich werde dieses Jahr das mischen. Also ich werde mal zeigen, Anbrüter oder nur im Honigraum. Einfach nur, also ich bin da sehr spontan. Ich habe noch eine Frage. Am Freitag gab es eine Diskussion darüber, ob ein Klimadeckel den Varroenentwicklungen beeinträchtigen kann. Dadurch die Luftfeuchtigkeit in der Beute niedriger ist. Stefan, ich würde sagen, nein. Also ich glaube nicht, dass das beeinträchtigt. Glaube ich nicht. Weil die Varroen sich ja nicht in der Beute an sich selbst entwickeln, sondern in den Zellen und das ist ein gesondertes Habitat. Die Varroenpopulation hängt mit der Brut zusammen. Umso mehr Brut, umso mehr Varroen. Ich schreibe ab jetzt der Regie. Ja, Bavaria Biene. Ja, ich habe dich gelesen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Weil die Luftfeuchtigkeit, ob Klimadeckel oder nicht Klimadeckel, ist die Luftfeuchtigkeit im Brutnest gleich. Also im Brutnest selbst ist die Luftfeuchtigkeit dieselbe. Egal welcher Deckel. Der Klimadeckel ist eigentlich prinzipiell, ändert der nur das Klima an den Randbereichen im Deckelbereich. Das sind auch die Problemstellen und die Oberträger. So. Ich schreinere mir gerade für die Haustüre einen Honigverkaufsschrank. Für die Haustür, also an die Haustür dran. Oder? So, der Jupp verwendet das Honigmandel ja hauptsächlich zum Glühwein einfüllen. Ja, deswegen heißt ja der Glühwein-Imker. Ja, der Stefan hat sich's gemerkt. Ich bin bei der Firma Ruck nicht bekannt als der Mann mit dem Abfüller, ja, weil ich den so gern mag, den Abfüller, sondern ich bin der Mann mit dem Glühwein. Ja, ich bin nicht der mit den Bienen, nein, nein, nein. Ich bin der mit dem Glühwein. Ja. So, der Gärtner war es, Lars. Wie stehst du zum Imkerführerschein? Zwiegespalten.
Ein Teil in mir sagt, gute Idee. Anderer Teil sagt, blöde Idee. Weil, wie soll ich sagen, das ist, wie soll ich das jetzt erklären? Also bevor es einen Imkerführerschein gibt, sollte es lieber einen Hundebesitzerführerschein geben. Ein Kinderführerschein. Ein. Wisst ihr, was ich meine? Wer intelligenter? Ich persönlich bin sogar der Meinung, es sollte ein bisschen vereinfacht werden, an Kurse, an Fortbildungen leichter dran zu kommen. Das finde ich sogar. Ohne Verein, ohne Imkerschein, ohne. Ich frage mich sowieso, wenn es das machen will, wie zum Beispiel, ich habe jetzt keinen Imkerschein, ja? Na dann müssen wir zusperren, oder wie? Also, unterm Strich, der Grundgedanke ist nicht schlecht, aber verpflichtend und so finde ich es ein Schwachsinn. Es müsste, wenn dann so laufen, dass sie die Leute einfach staatlich, weil wenn sie staatlichen Schein rausbringen können, dann können sie auch staatliche Kurse rausbringen. Und bei dem Schein geht es ja nur darum, dass sich da gewisse Leute richtig Kohle verdienen und um nicht mehr geht es da. Weil alleine Imkerkurse, es werden ja jetzt schon Imkerkurse angeboten auf 14 Tage. Die haben einen 14-tägigen Imkerkurs, kriegen dann einen Zettel, zahlen für das ganze Ding, ich glaube, 190 Ocken und dann haben sie einen Imkerkurs. Einmal ganz ehrlich, also. Warum ich keine totale Brutentnahme mache? Ach so, ich soll meiner Frau das erklären. Also wieso mache ich keine totale Brutentnahme? Also ich habe das schon mal gemacht und ich habe das schon sehr häufig gemacht. Ich habe das wirklich verdammt oft gemacht. Aber aus irgendeinem Grund, und das ist bei mir hier am Stand so, bei einem Kollegen ein Stück weiter Richtung Regensburg rein, funktioniert es eigentlich auch sehr gut mit der totalen Brutentnahme, aber aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht wieso, wenn ich das bei mir hier am Stand mache und auch die Brut wegfahre aus dem Flugradius, dass ein anderer das Problem hat, habe ich so viel Zuflug mit Varroen, dass ich trotzdem wieder behandeln muss. Und dann habe ich gesagt, nö, brauche ich nicht. Ich war so weit, noch gar nicht unten. Ich bin jetzt gerade bei Imkerreif und Pleise, mach kein Mist. Sachkunde manchmal. Was, jupp, das wird nix, darf ja sogar jeder Kinder machen. Da wäre eine Sachkunde. Ja, Markus, ja, für Kinder wäre. Also, wie gesagt. Die Kurse, die sollten die Kurse einfach, dass sie sagen, hey, staatlich, jeder, der Interesse am Imkern hat, der kann einmal im Monat an Vorlesungen teilnehmen, an praktischen Arbeiten, sowas wäre wirklich hilfreich. Aber so wie sie es jetzt geplant haben, geht es dann nur ums Geld verdienen. Absoluter Schwachsinn. So, was haben wir noch? Stefan, bla bla bla, ja, ich habe es oben nicht gelesen. Imkern zu lernen. Ja, Volker Bayer, die machen das 14 Tage kürzer, also ist eigentlich eine Katastrophe. Also ich finde es ja eh, ich habe heute erst wieder mit jemandem gesprochen, also Imkern lernt man komischerweise in Deutschland, Imkern ist eine ganz komische Sache. Wenn nicht jemand gerade 25 Jahre Imkererfahrung hat, dann hat er keine Erfahrung. Also dann hat wirklich null. Null. Oder man hat hunderte Völker, dann geht es auch noch, aber hat man nicht gerade mindestens 60 Völker, hat man auch keine Erfahrung. Das ist irgendwie so in Deutschland. Und aber was mich irgendwie ein bisschen wundert,
Es gibt Berufsgruppen, da geht es um Leben und Tod. Die haben keinerlei praktische Erfahrung und jeder vertraut ihnen alles an. Da war ich ja blöd. An das Dialog, weißt du, wie man neugierig auf. Der Tom-Tom. Was? Was na? Ah, okay. Ja, Hannes. Also wie gesagt, das ist. Das Problem ist, dass das ist mit Landwirtschaftsnummer kaufen kann. Okay, dann hat man zumindest das schon mal Landwirtschaftsnummer, dann hat man zumindest schon mal das eingedämmt, dann hat derjenige zumindest seine Bienen gemeldet. Ja, eine Meldepflicht besteht aber eigentlich schon. Das ist auch wieder was, was ich nicht verstehen kann, dass die Leute da so rummachen mit der Meldepflicht. Das ist ein Anruf. Das ist ein Anruf. Ein einziger Anruf. Wenn es schlimm ist, zwei. Und dann kriege ich das alles per Post zugeschickt. Das kostet keinen Cent. Und schon hat man seine Betriebsnummer. Und ja, fertig. Ich wollte es nur mal kurz erwähnen. Bin gerade am Schnitzel panieren. Ah, danke Iris. Schatz, ich habe übrigens Hunger. Bavaria bin ich ja geschrieben. Ob ich auf eine Belegstelle gehe? Also Bavaria bin ich meistens fahre ich mit dem Auto dahin. Also wenn, dann fahre ich mit dem Auto. Zu Fuß wäre ein bisschen weit. Selten, sehr selten. Also, wenn, dann lasse ich einen anderen für mich hinfahren. Ich schaffe es meistens zeitlich nicht und wenn dann jemand fährt, der macht dann einmal seine Runde und holt dann das alles. Boah, wo ist bei unserer Belegstelle? Gute Frage. Ich weiß ja, wie das heißt. Die Richtung. Die Richtung. Also es sind mehrere. Es sind schon im Umkreis. Da findest du schon ein paar. So halbe Stunde Autofahrt, dreiviertel Stunde Autofahrt. Gibt schon ein paar Belegstellen. Boah, jetzt müsst ihr alle vom Essen reden, ey. Ah. Wenn es so weitergeht, kann er mich vom hinterm Kugelschreiber verstecken, ja? Oh, Schnitzel mit Schwämmerl-Rahmsoße, ja. Meine Frau hat es gerade gesagt. Schwämmerl-Rahmsoße, Schnitzel, Kartoffelbrei oder so dazu. Oh, lecker. Oder Spätzle. Wie bringst du dann neues Blut in den Stand? Ich hatte noch nie Probleme. Bavaria. Ich hatte noch nie eigentlich. Wie bringe ich, also es geht bei mir eigentlich automatisch mit neuem Blut, weil ich mindestens zwei bis dreimal im Jahr von einem Kollegen, der auf Belegstellen fährt oder so, mal wieder eine Königin bringt, kriegt. Eine neue. Ja. Ja, das wäre auch was. Fischen ohne Angel, bloß mit Boot. Ich wäre dabei. Oh, das ist kostbar. Oh, ich weiß, Peter Schoren. Also bei uns kostet es nichts. Gar nichts, kein Cent. Eineinhalb Stunden Autofahrt ist doch, also finde jetzt ich nicht schlimm. Wenn du jetzt da sagst, Hannes,
Wenn du jetzt dahin fahren willst, um deine selbst zu begatten lassen, okay, kann man sich überlegen. Aber wenn du da anrufst und fragst, ob du da Königinnen kaufen kannst, Rohrinversion, da gibt es auch, ja, bei uns gibt es wirklich genügend Drohnen. Doch, Stefan, das ist sau lecker. Bavaria Biene, was? Der Franz hat gesagt, wir gehen zum Angeln. Wo gehen wir da hin? Oder darf, muss das ich entscheiden? Musst du ne? NRW, okay. Boah, jetzt geht's los, hey. Mir knurrt der Magen. Jetzt machen wir aber Feierabend, dass ich nur schnell mal was. Was, der Michael hat geschrieben, der Michael? Ja, Hawaii-Schnitzel. Der Moser Soße, Donau in Österreich. Donau in Österreich, ja, da, also wir können gern angeln gehen. Müssen wir halt sagen, auf was wir angeln gehen. Ich bin ein alter Cat-Hunter, also ich bin so Walerfischer-mäßig. Also Raubfische oder so, aber meine Frau sagt nicht an ihren Geburtstag. Nee, zu Schnitzel gehört Reis. Reis, was hat Reis mit Schnitzel zu tun? Also Reis. Donau in Österreich, ja. Der Marco hat noch 20 Flaschen Wikingerblut in den Shop geworfen. Ja, Marco, ich sag's dir wirklich, das ist, das wenn im Sommer, das wenn ja ein paar Kollegen, die ich habe die jetzt schon lange nicht mehr gesehen, wenn ich denen das dein, ich werde mir noch ein bisschen was bestellen von dir, die werden den probieren. Er kann's gleich in, mach gleich in so Hektoliterfässern, weil. Ja, jetzt machen wir wirklich Feierabend. Der Schnitzel mit Reis und Kartoffeln. Ah, oh, Franz! Wiener Schnitzel mit Reis und Kartoffeln. Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln, ja. Noch ein paar Flaschen mit Widmung. Ja, also ich werde mir mit Sicherheit noch einen bestellen für dir, Marco. Also es sind alle lecker, aber der Kirschmet, der ist. Cornelius, dich auch, das ist super. Also, dann haut's rein, bleibt gesund und tschüss, wir sehen uns. So, Wiener Schnitzel, passt ganz gut. Warte mal, mal schauen. Ah, hier.